Du hast noch nie Glas geschnitten, willst das in 2 Minuten lernen, dann bleib dran. Sei bitte nicht enttäuscht, wenn es bei dir beim ersten Mal nicht gleich auf Anhieb klappt. Ich habe anfangs selbst viele Scheiben versemmelt. Du schaffst es aber viel schneller, denn ich zeige dir genau, wie es geht, damit du meine Fehler nicht nachmachst. Um Glas zu schneiden, benötigst du einen Glasschneider. Ich selbst nutze einen preiswerten Glasschneider von Silberschnitt, der kostet um die 10 Euro und den verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Mein Kanal ist unabhängig, dank deines Klicks. Es kommt auch immer wieder die Frage auf, ob Schneideöl nötig ist. Wir machen es immer ohne und es klappt auch so. Du nimmst jetzt deine Glasscheibe und legst sie auf einen festen Untergrund. Es ist enorm wichtig, dass der Untergrund sehr fest ist, denn sonst bricht sie dir später, wenn du mit dem Glasschneider Druck ausübst. Zeichne im Anschluss deinen Schnitt an. Jetzt legst du eine gerade Führungsschiene an. Setze deinen Glasschneider an dieser Schiene an und positioniere das Rädchen korrekt an deiner Markierung. Halte den Glasschneider ziemlich senkrecht, sodass das Rädchen gut laufen kann. Du kannst es auch kurz im Trocknen testen, übe dabei aber noch keinen Druck aus. Jetzt übst du Druck aus und ziehst dabei den Glasschneider an der Schiene entlang. Stell dir das so vor, als würdest du mit einem Schlüssel im Metall kratzen wollen. Es muss ein durchgängiger Schnitt entstehen und wir hören auch direkt am Ton, ob der Schnitt gut ist oder nicht. Du legst jetzt deine Glasplatte mit dem Schnitt genau an einer harten Kante an. Am besten drückt jetzt eine zweite Person die Glasplatte auf den Tisch. Du selbst packst jetzt die andere Seite möglichst gleichmäßig und dann drückst du sie mit Kraft gleichmäßig und ruckartig nach unten. Nur Mut, Kraft muss sein. Ich war hier anfangs zu zimperlich und das war genau einer meiner Fehler. Bist du allerdings komplett alleine, so kannst du den Schnitt zum Beispiel auch in eine Werkbank einspannen und dann eben ruckartig drücken. War dein Schnitt nicht sauber und durchgängig, dann entsteht eine unsaubere Schnittkante. Wir haben hier so eine alte Lampe gerettet, die irgendein Witzbold an den Glascontainer gestellt hat. 2 neue Scheiben rein, alles wie neu, reparieren statt wegwerfen. Danke für deine Unterstützung, teilen, liken, abonnieren und viel Spaß und Erfolg beim Ausprobieren. Schreib mir deine Erfahrung gerne in die Kommentare.